Hallo ihr Lieben, hier ist Gudrun von Stempelfe. Ich habe mein Projekt zurückbekommen von Yvonne und packe das gleich mit euch aus. Aber vorher bastel ich noch meine Version der Karte, wenn es denn eine Karte geblieben ist. Das weiß ich ja nicht. Also ich lege es gleich mal los, bastel das Projekt und dann schauen wir hier mal rein. Bis gleich. Sollte eine Double Diamond Karte sein. Mal sehen, was daraus geworden ist. Und wir fangen an. Wir brauchen den Papierschneider und einen Bogen Farbkarton und Schiefergrau. Den schneiden wir uns zu auf 28 cm. Und an der kurzen Seite auf 10 cm. So, dann falzen wir uns jetzt auf 5 cm an der langen Seite, drehe es einmal um und hier auch auf 5 cm und auf der kurzen Seite ebenfalls bei 5 cm. So, jetzt müssen wir gleich noch ein paar Falzlinien zusätzlich ziehen. Und zwar habt ihr ein Lineal und einen Bleistift. Und fangen links an und messen uns da 9 cm aus. Ich markiere das mit dem Bleistift, ihr könnt aber auch mit dem Falzstift Markierung machen. Und unten genauso 9 cm. Ihr könnt es auch mit dem Papierschneider einlegen und eine kleine Markierung machen. Und von rechts mache ich es genauso auch 9 cm. Und unten auch. So, jetzt gehen wir auf 7 cm von links. Und markieren genau in der Mitte und auch genauso von rechts 7 cm . Okay, jetzt müssen wir uns das mit dem Falzstift einmal nachfalzen. Ich lege mal was Weiches drunter, in dem Fall meine Silikonmatte. Ich nehme den Aufhebhelfer dazu, mein Lineal. Jetzt ziehen wir uns Falzlinien. Einmal von der Markierung bei 9 auf 7 und von hier nach da. Und auf der anderen Seite gleich genauso. So. Und hier. War's schon. Jetzt falzen wir uns das einmal nach in der Mitte. Und an den kurzen Seiten hier. Und das falzen wir uns jetzt ab zur anderen Seite. Also das haben wir nach innen gefalzt. Und das falzen wir nach außen. Schön nachfalzen, dann fällt es gleich besser. Und hier genauso.
So, legen wir es einmal in die Mitte. Und hat so schon die Grundform. Und da fällt jetzt noch alles einmal nach, damit es schön flach liegt. Dann zeige ich euch das nochmal, wenn das gefalzt wird. So. Das geht dann nicht mehr raus. So. Also einmal in der Mitte zusammenklappen. Hier fällt das schon von selbst. Und hier einmal so reindrücken. Und dann habt ihr es so schon fertig. Dann brauchen wir noch ein Stück Farbkarton. Und zwar in 10 x 10 cm. Das wird nachher hier drauf geklebt. So wird es dann nachher aussehen. So, dann brauchen wir Designerpapier. Und ich habe mir das Designerpapier Sonnendruck ausgesucht, weil ich mag die Blautöne total gerne. Jetzt gucken wir mal, ob ich mit dem auskomme. Dann habe ich noch ein Blatt dazu. Und zwar einmal auf 9,5 x 9,5. Das ist dafür hier, für das große Stück. Und dann brauchen wir noch für die kleinen Flügel hier 4,5 x 4,5 und davon 2 Stück. Noch. So, und dann brauchen wir noch einen Farbkarton in Grundweiß, weil den möchte ich gleich noch bestempeln. Und zwar einmal in 8,5 x 8,5, ob das in der Breite passt, ja. Der kommt jetzt nachher hier aufgeklebt, wenn er bestempelt ist. Und in 4x4 für die kleinen Quadrate. So. Dann brauchen wir noch Farbkarton in Grundweiß zum Stempeln gleich. Aber wir können erstmal hier das Designpapier aufkleben. Also das kommt hier drauf. Und nachher kommt das hier auch drauf. Und hier, nee, wir kleben das erstmal auf hier. Das wird hier aufgeklebt. Ich mache mir mal eben eine kleine Markierung. Wo ich den Kleber auftragen muss. So.
Jetzt öffnet ihr es einfach und könnt es dann hier aufkleben. Wie gesagt, nur auf dem unteren Teil. Und wenn ihr dann noch Bleistiftstriche seht, könnt ihr die noch wegradieren. So sieht das jetzt aus und dann können wir hier die kleinen Quadrate aufkleben. So, das ist erstmal soweit. So, dann werden wir jetzt stempeln. Ich habe mir das Stempelset per Herzenpost ausgesucht. Das ist eins meiner Lieblingsset aus dem Jahreskatalog. Und die Stanzform werden wir auch gebrauchen. Und ich nehme die Stempelunterlage, lege ich mit runter, weil das Clearstamps sind. Die wickele ich dann einfach mit dem Papier ein. So, wir werden jetzt hier auf dem großen Stück Pappkarton nur die Stängel abstempeln. Und zwar, ich habe mir Farben rausgesucht, passend zum Designerpapier in Marineblau, dann für die Blütenstängel Olivgrün und für die Blütenmitten Osterblau. Wir fangen an, die Stängel so, und ich möchte drei auf dem Papier haben. Einmal so. Einmal so. Und einmal so. Ich darf nicht zu weit hochgehen, weil ich möchte hier auch einen Spruch abstempeln. So. Auf dem kleinen habe ich mir gerade überlegt, werde ich nur ausstanzen, werde ich nicht direkt stempeln. Das heißt, wir brauchen nochmal einen Stempel. Und brauchen zwei Stängel. Bisschen geschmiert, wie man anderes Papier. Dann kommen wir zu den Blüten. Ich habe mich so ein bisschen, überlegt, nämlich Marineblau oder nämlich Nachtblau. Aber ich finde, das Marineblau passt doch besser in dem Fall. So, dann stempel ich mal die Blüten. Verfällt mir schon aus der Hand. Ich nehme einmal diese große. Gucken wir mal, wenn ich einmal abstempel, ob das dann, wie das aussieht. Der ist mir zu blass. Dann nehme ich von denen drei Stück. Dann haben wir hier noch M1, 2, 3, 4.
Brauche ich noch eine. So. Dann brauchen wir noch die Blüten mitten. Dann nehme ich Osterglocke. Und da gibt es zwei Stempel. Der große, der geht hier rein. Und der kleine, der muss, glaube ich, in alle anderen. Ja, ich schmiere hier. So. So, das stand sie mir jetzt einmal aus. Ach Quatsch, ich habe es vergessen. Ich habe die beiden Stängel für die beiden, für die kleinen Quadrate vergessen. Oder? Ach, die habe ich ja hier. Ja, genau. Guten Morgen, gut runden. So. Da stand sie dann mal eben aus und dann bin ich gleich der da. Ja, da wollte ich gerade loslegen, auszustanzen. Da fällt mir ein, ich habe noch einen Stempel vergessen. Und zwar mit lieben Grüßen. Den stempel ich auch in Marineblau. So. Und da gibt es auch eine Stanzform in dem Set. Das heißt, da stanze ich auch mal eben aus. Bis gleich. So, ich habe alles ausgestanzt, habe aber die Mini-Stanzmaschine noch stehen, weil ich gerne die Schrift, die in, auch in dem Stanzenset drin ist, Herzenspost, noch ausstanzen möchte. Und ich habe hier, das ist ja das Innere, dieser filigrane Schriftzug, den habe ich mit einem Klebebogen versehen. Weil das sonst so sehr kompliziert ist, das aufzukleben. Das ist sehr filigran. Und das sind ja die Konturen. Die möchte ich aus dem Designerpapier ausstanzen. So. Leg's mir erst zur Seite. Dann kommt noch die Kontur. So. Und dann kann die Stanzfläche jetzt mal weg. Ganz weg. So, das nehme ich jetzt hier mal raus. So, und alles, was noch so da drin steckt, nehme ich einfach hier mit der Spitze vom Aufhebhelfer ab, raus. Und wenn ich gleich diese Klebefolie abnehme, dann wird das meist auch so weg sein. So, versuchen wir es mal. Also wir kleben uns das gleich hier drauf. Ich mache jetzt die Rückseite ab von der Klebefolie.
Mal gucken, ob ich einen Anfang finde, ja. So. Da muss man gucken, dass man genau die Richtung findet. So, was jetzt mit doppelseitiger Klebefolie hinterlegt ist, hält das auch sofort. Sonst müsste man es mit Flüssigkleber aufkleben und das ist doch ein bisschen schwierig. So sieht das jetzt aus. Jetzt machen wir erstmal das Stück, kleben wir schon mal zusammen. Ich möchte hier den Herzenspost aufkleben. Ist ein bisschen knapp, aber es geht. Dann darunter mit lieben Grüßen. Dann die Blüten. Also, so etwa. So, dann machen wir ihn richtig richten. Da gebe ich Dimensionals drauf. Die kleinen. Dann mal noch einen hin. Wollt schrumpfen. So, relativ weit oben. Aber es ist ja noch ein Designerfarbe dahinter, deswegen sieht das nicht so aus, als wenn das so gedrungen ist. Jetzt kommt das lieben Grüßen darunter. Da brauche ich auch nochmal die kleinen Dimensionals. So. Und dann die Blüten. Die kleben wir auch mit Dimensionals auf. Die habe ich so ein bisschen geschmiert, aber das sieht man gleich gar nicht mehr. Ich klebe die Blüte hier einfach so drüber. So, das ist soweit fertig. Jetzt kommen die kleinen Quadrate. Jetzt müssen wir uns die natürlich kürzen, die sind zu groß so. Fangen wir erst an mit der Blüte, dass wir ungefähr wissen, wie groß die sein dürfen. So. Und es ist nämlich nur ganz wenig Flüssigkleber. Ich gebe hier nur so ein bisschen auf den ersten Teil auf. Klebe den hier auf.
Und dann schneide ich hier unten alles Überstehende ab. So. Und dann noch die zweite. Nehme ich mal in die andere Richtung. Und wieder so ein bisschen Kleber. Können wir es ganz aufkleben. Das kommt jetzt hier drauf. Kleben es flach auf. Ja, ich glaube, wir kleben es flach auf, weil hier sind schon mehrere Lagen drauf. Nehmen wir mal ein bisschen Asphaltbein, um noch ein bisschen anzudrücken. So, ich nehme einen nach links und einen nach rechts. So sieht es, glaube ich, aus. So, jetzt ein bisschen schief, ne? Immer andersrum machen sollen. So rum machen wir es. Okay, dann ist meine Karte fertig. Ich hoffe, euch gefällt sie. Man kann die super schön aufstellen. Man könnte auch ein schönes Foto hier einkleben zum Geburtstag. Oder ja. Jetzt bin ich ganz gespannt, was die Mädels rausgemacht haben. Ob es überhaupt noch eine Karte ist. Vielleicht ist ja auch eine Verpackung, ein Mini-Album draus geworden. Dann schauen wir mal rein. So, dann wollen wir mal auspacken. Ich bin so gespannt. Das ist immer wie Weihnachten, wenn man sein eigenes Projekt auspackt. Bis jetzt war ich jedes Mal überrascht, was daraus geworden ist. Positiv natürlich. Das ist ja noch was. Ich kann es gesehen. Das ist ja noch. Ist gut verpackt. So, jetzt aber. Was ist denn noch? Irgendwas hängt immer.
Viel Spaß, liebe Grüße, Yvonne. Oh oh, ich bin so gespannt. Ach, das ist schön. Was? Ein Adventskalender? Oh, das ist ja so cool aus. Moment, jetzt muss ich mal erst mal gucken, wie das geht. Ah, das ist ja auch klappbar. Nee. Also hier sind Schubladen. Okay. Das sieht ja interessant aus. So ein richtiger schöner Adventskalender für jeden Advent Sonntag. Ich habe erst gedacht, wo ist denn mein grauer Farbkarton hin? Aber hier hinter sehe ich gerade, da ist der Farbkarton geblieben. Ja, ganz was anderes als mein Projekt. Aber jedes Mal eine schöne Überraschung. Kann man dann für jeden Sonntag so eine kleine Überraschung reinlegen. Die schön. 4, 3, 2. Na. So. Na. Ich packe das gleich in Ruhe wieder zusammen. Aber da auch das Deckblatt hier ist. Oh, das ist mit der. Wie heißt du denn jetzt? Plusterfarbe gemacht. Schön. Ja, ein sehr schönes Projekt. Und ganz anders als diese Karte. Das ist wieder aus der Kartenbox geworden. Ja, dann danke, dass ihr dabei wart und Montag starten wir mit Antjes Projekt. Dann seid doch auf ihrem Kanal Antjes, einfach bastelhaft dabei. Und dann bis nächste Woche. Tschüss!